Hallo. Ich versuche mich hier gerade mal an einem Hilfevideo zu Critterforge. Manche würden es vielleicht Tutorial nennen, aber so weit würde ich nicht gehen. Critterforge ist ein etwas älteres Spiel, aber da sich jetzt scheinbar einige neue hierhin verirren, die auch noch der deutschen Sprache mächtig sind oder denen die deutsche Sprache als Muttersprache innewohnt, wollte ich denen ein bisschen helfen bei dem doch recht komplizierten Skill-Aufbau eines Critters. Erstmal kurz vorher so ein bisschen Erklärung. Dafür habe ich mir jetzt extra hier die Safari-Zone gewählt, weil da das gut zu erklären ist. Also ein Critter hat Lebenspunkte und Powerpunkte. Powerpunkte sind der blaue Balken, Lebenspunkte ist der rote. Wenn der rote Balken alle ist, hat der Critter verloren. Man will natürlich den Gegner besiegen, um Erfahrungspunkte und in der Arena auch noch Geld zu bekommen. Wenn die Powerpunkte alle sind, ist das nicht schlimm. Ein Critter hat einen normalen Angriff, der keine Powerpunkte kostet. Den sieht man hier. Dann sieht man hier in der Mitte auch keine Symbolik im Kampf. Der, wenn man die Symbolik sieht, heißt das, da wurde ein Skill benutzt. Dieser Skill verbraucht Powerpunkte. Und die Powerpunkte regenerieren pro Zug 5 Punkte. So, wenn man aber jetzt den großen Vorteil haben will, muss man natürlich am Anfang auch genügend Powerpunkte haben, um einen guten Start zu haben, weil wenn der Gegner viele Powerpunkte am Anfang hat, dann werde ich nachher noch erklären, hat der einen großen Vorteil, wenn es darum geht, deine Powerpunkte zu reduzieren. Wir werden jetzt mal ganz kurz schauen. Der Anfang des Kampfes, da wird von meinem Critter ein Buff ausgeführt. Dieser Buff ist der sogenannte Superbuff oder von den Supercrittern der Buff, gibt Geschwindigkeit und Stärke und hält so und so viele Runden, wie hier oben steht. Und dieser macht eben, dass ich zum einen der Gegner mich kaum noch trifft, ich super treffe, 12% hat er Wahrscheinlichkeit, ich habe 97% Wahrscheinlichkeit zu treffen. Und der Stärkebuff macht natürlich, dass ich mit dem Auto-Hit wesentlich mehr Schaden mache, als er zum Beispiel mit einem normalen Hit, wenn er mich mal treffen würde. Also er würde dann wahrscheinlich 10 oder 15 maximal Schaden machen. So, da habe ich das jetzt mal kurz erklärt. Die Skills sind auch alle, ich gehe jetzt, kämpfe jetzt hier schnell durch, bis ich vielleicht den Questcritter finde. Die Skills sind auch alle recht gut eigentlich, außer bei einigen Ausnahmen, im Wiki erklärt. Allerdings ist das Englisch und ich habe gehört, jemand wollte gern eine deutsche Erklärung und vielleicht auch besser in Berieselungsart und Weise, das heißt als Video. Als wenn man sich das alles selbst anlesen muss. Weil ein Video kann man nebenher laufen lassen und zuhören. Und wenn einem was interessiert, dann guckt man halt rein. So. Ich scheine den Questcritter nicht zu finden. Die roten Zeichen, falls das sich jemand fragt, sind immer Critter, die entweder ein höheres Level haben oder gleiche oder höhere Tier nennt man das. Also hier Hornet ist jetzt Tier 3, das heißt, das sind die, die alle 20 Minuten ihre Dinger regenerieren. Das geht halt bis Tier 5. Und bei Roten hat man eigentlich normalerweise gleiche oder höhere Tierviecher. Zumindest im Paralleluniversum. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den anderen Regionen ist. Ich glaube, da kann man auch niedrigere haben. Aber die haben dann grundsätzlich ein höheres Level als der eigene Critter. So. Wenn wir dann mal geschafft haben, hier fertig zu werden. Ich will jetzt nicht ohne Punkte alle gemacht zu haben oder das Questvieh gefunden zu haben, nach Hause gehen, dann würde ich kurz zeigen an verschiedenen Krittern, was die für Skills haben und was die bedeuten und wie die funktionieren. So, ich finde den Questkritter nicht. Ja. Ich habe da schon die. Ich nenne das immer Gläschen zum Reinpinkeln. Ach ne, es hat jemand anders auch schon benutzt, den Begriff, glaube ich. Habe ich da genug gekauft, dass ich jetzt ganz paar Questrunden machen könnte, aber ich will jetzt erstmal das Video machen. Das ist der Questritter, der aktuelle. 125 und es hat gefailt. Mit 85% Chance. Ist ja normal. Wenn man da drei oder vier Fails hintereinander hat, dann freut man sich natürlich. Das, ja, ich habe den ja nicht gefangen. Gut, also jetzt wollte ich kurz zeigen. Wo kann ich das jetzt gut zeigen? Also es gibt, hier ist jetzt ein relativ einfacher Skill-Aufbau. Die roten sind Angriffskills, diese hellblauen sind Buff-Skills. Angriffskills heißt, das Monster macht einmal die Skillpunkte ausgeben,
Wenn die Option hier erfüllt ist und All of the Time heißt hierbei für immer wenn Powerpunkte da sind, er führt den Angriff aus, wenn er trifft, trifft er, wenn er nicht trifft, trifft er nicht, aber die Powerpunkte sind auf jeden Fall weg. Wenn das Skill Piece Level 2 bzw. Level 5 bzw. bei einigen auch noch Level 10 ist, kann man jeweils ein zusätzliches Ding ranhängen. Hier hängen jetzt die Physical Damage Teile dran, also Attachments nennen die sich hier. Die Physical Damage Attachments machen eben mehr Damage. Dann gibt es noch Speed Attachment, das macht eben, dass die Genauigkeit steigt, weil hier bei den Physical Damage Attachments sinkt die Genauigkeit. So, und die könnte man jetzt auch leveln und dann würde das ganze Skill noch stärker werden. Allerdings muss man immer darauf achten, wie viel Powerpunkte das Skill kostet. Wenn es plötzlich 30 Powerpunkte kostet und der Kritter 50 Powerpunkte hat, dann kann er das Skill einmal ausführen und muss dann erstmal wieder sparen, ehe er das nächste Mal das Skill ausführen kann. Und macht so lange nur Auto-Hits. Das heißt, wenn man sich nur auf so eine Attacke verlässt, sollte man nicht unbedingt die angesetzten Teile leveln. Vielleicht sogar nicht mal welche ransetzen. Da sind dann verschiedene Leute unterschiedlicher Meinung. Oder eben nur Speed ransetzen, weil das Speed kostet, glaube ich, nur einen Powerpunkt, genau. Hier im Skill steht das immer, ich kann jetzt mit der Maus nicht rübergehen, sonst ist es weg. Da steht eben ein PP, Next Level 2 PP, das ist die Powerpunktkosten, die da dazukommen. Und ja, da lohnt sich das schon eher, dass man eben eine höhere Genauigkeit hat, aber nur einen Powerpunkt mehr das ganze Skill kostet. Der hier hat leider, das ist nur ein experimentelles Vieh von mir, der hat leider keine Speed-Ansätze, deswegen musste ich da die Stärke-Ansätze ansetzen, um überhaupt noch was zu reißen mit dem. Ja, das sind so viel zu den Angriffsskills. Das nächste sind, wie gesagt, die Buff-Skills, sind hellblau. Das Walross hat Fokus. Die Beschreibung ist schon relativ ausführlich, die da steht. Also, es macht das eben für andere Buff-Skills, oder Debuffs, die Duration, also die Dauer, die Anzahl der Runden, die es verbleibt, erhöht wird. Dispel bedeutet, dass das Dispel-Skill erkläre ich gleich. Das heißt eben mehr Dispeln. Restore HP geht eben aufs Heal bezogen. Das heißt, man healt mehr, wenn man einen Heal-Skill benutzt. Eben plus 10 und plus 1,5% von dem endgültigen Wert dann. Und Elemental Damage Absorption ist speziell dann für solche, die so eine Feuerattacke machen, so eine Breath Attack nennt sich das hier. Die wird dann eben geringer. Es ist nicht so, dass jetzt genau 10 Schaden weniger sind, sondern das funktioniert anders. Das ist eine logarithmische Kurve. Die Mathematik lasse ich jetzt dahinter mal weg. Also bei 20, wenn man da 20 Resistance hat, bei Elemental oder Physical Damage Resistance, also hier ist zum Beispiel Physical Damage Resistance, wenn man hier 20 hat, sind es glaube ich 25% weniger Schaden. Bei 50 sind es glaube ich 45 oder 50% weniger Schaden, bei 100 sind es, glaube ich, 60, 70% weniger Schaden und so weiter. Aber es geht eben nie an so weit, dass man 0% Schaden kriegt, sondern man muss dann immer mehr Punkte investieren für den gleichen prozentualen Anstieg. Also um 95% Resistenz zu haben, braucht man, glaube ich, irgendwas um die 400 Punkte Physical Damage Absorption und das kriegt man nicht hin mit normalen Skillpunkten und auch nicht mit Buffs. So, das war jetzt der Buff. Dann gibt es wo haben wir jetzt ein besseres Beispiel hier? Vielleicht hast du noch ein paar mehr Skills. Also du hast hier Geschwindigkeitsspeed, das heißt To-Hit, die Hitrate, wie gut er trifft, wird erhöht. Evade heißt, wie gut er ausweicht, wird erhöht. Evade wird immer mit To-Hit des Gegners verglichen, beziehungsweise deine To-Hit mit dem gegnerischen Evade. Stärke heißt Physical Damage, wenn man jetzt mit Parry arbeitet, was ich sehr selten bis gar nicht mache, beziehungsweise nicht empfehle, macht man auch noch mehr Parieren und Physical Damage wird eben wirklich der absolute Wert dazu addiert, plus eine Prozentanzahl, die dazu addiert wird. Prozentanzahlen hat man ja auch bei Skills wie hier das Physical Damage plus 25% und die Prozentanzahl wird eben nach den ganzen absoluten Zahlen zu addiert. So, an die Buffs kommen grundsätzlich Duration Attachments ran. Das sind eben die Sachen, die die Zeit erhöhen. Manche machen es so, dass sie, um Skillpunkte zu sparen, nur die Uhren ranhängen, ohne die großartig zu leveln. Dadurch hat man aber höhere PP-Kosten für das Skill. Andere machen es wiederum, um die PP-Kosten gering zu halten, die Uhren ransetzen und dann per Skillpunkte leveln, aber dann hat man eben kaum Skillpunkte für was anderes als für diesen Buff. Man muss immer versuchen, die PvP-Ausgaben für ein Skill zu optimieren. Ich will jetzt nicht sagen zu minimieren, nachher hat man zu schwachen Buff oder zu schwache Skills.
aber zu optimieren. Was das bedeutet, werden wir sehen, wenn wir dann zum Dispel kommen. Hatte ich selbst auf die zweite? Ja, ich hatte wegen Code. Dispel, wenn wir gerade beim Thema sind. Nächste Skill-Kategorie ist so Dispel. Es gibt Dispel-Bonuses und Dispel-Deteriorations. Also man sieht, das Lilane ist Deteriorations und das Rosane ist Bonuses. Die meisten arbeiten mit Dispel-Bonuses. Und zwar, Dispel-Bonuses macht, wenn der Gegner sich gebufft hat, kann man als Condition machen, wenn Enemy, also hier zum Beispiel Conditions, Boost, Any Boost könnte man machen. Ich habe jetzt speziell auf Faster gemacht. Also wenn der Gegner den Buff hat, dass ihn, der ihn faster macht, spricht mein Viech diese Skill aus und versucht, das Faster wegzukriegen vom Gegner. Wie funktioniert das? Der spricht diese Skill aus und diese Skill macht in der oberen Reihe erstmal hier Dispel Positive Conditions plus 2, Dispel plus 14. Das heißt, insgesamt 16 Runden von einem Buff nimmt er weg. Dann kommt der untere Skill und versucht nochmal 16 Runden von einem Buff wegzunehmen. Nur ist das Gefährliche, wenn der einen Buff hat, der 18 Runden dauert, dann ist das fast Verschwendung hier. Dann nimmt der hier 16 Runden weg, der hat noch 2 Runden übrig und der versucht nochmal 16 Runden wegzunehmen und das ist eine Powerpoint-Verschwendung. Aber ich hoffe einfach, dass es meistens so ist, dass die Gegner eine Buffseite, also eine Buffseite, wenn sie Super Buff drauf haben mit Geschwindigkeit und Stärke, eine Buffseite weniger als 16 Runden haben, das ist sozusagen der komplette Double Buff. Double Buff, keine Ahnung, wie man es nennen will. Also die Super Combo komplett dispelled wird, also entfernt wird. Die andere Variante ist jetzt Dispel Deteriorations. Deteriorations heißt Negativ-Buffs auf deinem Critter. Um mal so eine Negativ-Buff-Variante zu zeigen, muss ich mal mein Viech kurz healen, damit das nicht ganz so peinlich ist, wenn das da. Na, ich sag mal verkackt. Denn der muss erst noch sehr viel leveln, weil er noch sehr wenig Powerpunkte hat, damit er stark genug wird. Also der funktioniert so, dass er sich selbst einen Buff gibt und gleichzeitig für den Gegner eine sogenannte Deterioration. Deterioration ist wie gesagt ein Negativbuff für den Gegner. Sein spezieller Negativbuff ist Impermind. Das bringt wirklich eigentlich nur was, wenn man sehr hohes Level hat, weil es bringt einem keine direkten Kampfvorteile, nur indirekte. Das macht nämlich, dass der Gegner, wenn der sich versucht zu buffen, die Buffs, jetzt hier in dem Fall, weil es so hohes Level schon hat, 55% weniger Zeit haben, also kürzer halten, der dispelt 55% weniger Runden und er macht weniger sich heilen. Und was hier in dem Fall speziell wichtig ist, weil der Breath Attack benutzt, die Elemental Damage Absorption wird um 55% verringert. Also Impermind ist jetzt ein Debuff, den braucht man wirklich nur entweder in hohem Level oder wenn man einen sehr komplizierten Aufbau seiner Skills hat. Ich habe den jetzt ein bisschen früh schon benutzt. Ich sollte vielleicht deine Happiness noch hochbringen, damit du auch eine gewisse Chance hast, auch mal deine Breath Attack durchzukriegen, also deinen Atemangriff. Oh Gott, die Übersetzung, die hört sich so kacke an. Und dann zeige ich hier mal kurz einen Kampf, wie der eben Deteriorations drauf macht. Nehmen wir einfach das Erstbeste, was da ist. Keine Ahnung, ob ich gewinne oder verliere. Ich gewinne scheinbar. Er macht jetzt einen Buff, sich selbst buffen. Das kommt durch dieses Element, was angesetzt ist, und dem Gegner einen Deterioration geben. Losing Focus, habe ich ja gerade erklärt, was das macht. Und das macht eben, dass die Buffs sehr viel kürzer halten in dem Fall. Aber es bringt natürlich nur was, wenn man selbst auch dann noch was machen kann, wenn der Gegner die Buffs drauf hat, aber eben die nur kurz halten. So, und meiner macht jetzt eben Breath Attack, hat er gerade gemacht, hat Schaden gut gemacht. Die Breath Attack hat den Vorteil, die kommt immer durch und macht immer extrem viel Schaden, außer der hat eine hohe Elemental Resistance. Deswegen senke ich die. Und wir waren ja eigentlich jetzt beim Thema Dispel Deteriorations. Und das würde eben solche Debuffs, wie man sie nennt, diese Deteriorations, diese Debuffs würde das entfernen, diese Skill, wenn man das macht. So, das sind hier alles Debuffs, die hellgrün, die kriegen auch Uhren rangesetzt und die Dispels kriegen solche Uhren mit dem Strich dran gesetzt, weil die eben diese rosanen Dispel-Pieces sind. Eigentlich erkennt man alles, was rangesetzt werden kann, an diesen Puzzle-Ansätzen. Manche wechseln die Puzzle-Ansätze, weil das kann zum Beispiel an verschiedene Sachen ran. Einmal an die Angriffsdinger und einmal an die Parry-Sachen. So, jetzt hatten wir die Buffs. Das sind Debuffs. Die funktionieren, wie gesagt, ähnlich wie die Buffs, nur dass die dem Gegner drauf gecastet werden. Sehr stark, aber auch sehr teuer immer, ist Konfusion, weil es eben die Chance beinhaltet für den Gegner, dass er nichts mehr macht in der Zeit, wo er konfus ist.
Ja, ein anderes ist eigentlich in Kongo nur gut. Mir fällt es gerade nicht auf Anhieb ein, wo man noch sehr gutes Negativbuff aufbauen kann. Was auch noch wichtig ist, ist, es gibt Skills, die nach rechts zeigen, es gibt Skills, die nach unten zeigen und nach oben zeigen. Die nach oben zeigenden Skills kann man nur an Skills ransetzen, die nach unten zeigen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht einfach so das hier reinmachen, das geht nicht, aber ich könnte das hier reinmachen und das unten dranhängen. Das würde aber bei einem Angriffsskill nur aktiviert werden, wenn der Angriffsskill auch trifft. Wenn dieser Skill nicht trifft, würde das nicht durchgeführt werden. Die Powerpunktekosten sind trotzdem da, aber es würde nicht durchgeführt werden. Clear kann man übrigens benutzen, um noch nicht gespeicherte Änderungen zurückgängig zu machen. Manche denken, man kann da alle Änderungen zurückgängig machen, aber die kann man nur mit diesem Reset zurückgängig machen und der ist nach dem ersten Mal kostet der Tokens. So, was noch bei den Skills wichtig ist, ist, also ich habe jetzt die meisten erklärt. Breath Attack ist jetzt noch ein Problem, das hatten wir ja gerade gesehen kurz. Funktioniert nur, wenn man ein Elemental Piece ranmacht. Elemental Piece sind die, die man hier im Markt kaufen kann. Ach nee, der war bei Usables. Diese Elemental Pieces kriegt man durch diese Injektion. Da kriegt man einen Trade, der Injektion entspricht, und ein Elemental Piece, was der Injektion entspricht. Und die Breath Attack funktioniert, wie gesagt, nur, wenn ein Elemental Piece dranhängt. Das heißt, ohne das braucht man die Breath Attack gar nicht machen. Die kann man ignorieren. Man kann kurz meine liebste oder zweitliebste, keine Ahnung, Kreation anschauen. Die hat zwei Breath Attacks, die ignoriere ich erstmal. Auf hohem Level dann werde ich die dem, also sozusagen durch Injektion freischalten und dann werde ich dem halt auch solche Atemangriffe geben, also so Feuerangriffe. Und wenn man keine Breath Attack hat, gibt es trotzdem Vorteile von diesen Injektionen. Und zwar kann man die auch an andere Skills ranhängen. Die haben können halt an jedes Skill, das es gibt, rangehängt werden. Außer an Heal, glaube ich. Das wechselt auch hier wirklich diesen Anschluss durch alle durch, außer durch den Heal-Anschluss. Man kann die an Buff, an Debuff ranhängen. Bei Buff macht es eben dich heilen pro Runde. Beim Debuff macht es den Gegner Schaden pro Runde. Es wird aber weniger der Heilung oder des Schadenswillens benutzt, sondern eher dafür, dass der Gegner eben mehr zu debuffen hat, wenn er eben mit Dispel arbeitet. Also zu dispeln hat. Und hier ist es halt notwendig, um den Breath Attack freizuschalten, dass man auch benutzen kann. Und er gibt dieses Elemental Piece gibt hier auch noch sehr viel Schaden dazu. Allerdings, ich habe diesen Drachen mit den vier Injektionen so gekauft. Ich habe selbst noch keine einzige Injektion benutzt. Also ich hatte mich geirrt, ich habe gestern gesagt, vier habe ich, aber es sind nur dreie. Eins habe ich durch einen Glücksradgewinn gekriegt und die anderen beiden, oder zumindest eins von beiden durch einen Quest. Und kann sein, dass das andere durch ein Achievement war, oder es waren beide durch Quests, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. So, das sind die Skills. Und jetzt kann ich mal ganz kurz zeigen, an einem Beispiel, wie man die Skills aufbaut. Oh Gott, ihr seid alle voll, ich muss gleich mal leer kämpfen. Ich nutze einfach mal gerade das und resette den. Jetzt hat er alle seine Skillpunkte, auch für diese Skills. Das ist etwas, was man nutzen sollte bei wichtigen Krittern, dass man die Skillpunkte von dem Angriff zurückkriegt, wenn man sowieso sich auf die Superkombo verlässt. Also ich baue jetzt beispielsweise mal die Superkombo. Die kann ich ja noch ganz kurz erklären, woher die kommt. Also man macht erstmal die beiden Skills hinhängen und im frühen Level versucht man die einfach nur auf Level 2 zu bekommen. Die haben grundsätzlich 2 Runden Duration, das heißt, die halten 2 Runden. Das heißt, naja, er kann einmal angreifen, um das zu nutzen, und dann ist der Buff schon wieder so gut wie vorbei. Deswegen levelt man die auf 2 und hängt erstmal eine Uhr ran. Auf frühem Level reicht das fast schon aus. Man könnte jetzt die weiter auf 5 leveln oder hier die Uhr jeweils ein Level machen. Ich mach's mal kurz so. Oder man levelt, wie gesagt, auf Level 5 die Skills und hängt dann noch 2 Uhren ran. Wenn man keine 2 Uhren mehr hat, muss man halt hier leveln oder noch. Also ich habe hier jetzt eins, ich kann zum Beispiel so machen, dass ich hier eins ranhänge und hier das um 2 Level, dann habe ich den gleichen Effekt. Also das sind 5 Runden, das sind 2 plus 3 Runden, sind auch 5 Runden. Also 5 Runden plus die 2, die es original hat, sind 7 Runden hält der Buff jetzt. Ich werde das noch weiter leveln. Diese Buffs sind immer vorteilhaft auf ungerade Zahlen zu leveln, da gerade Zahlen
Man sieht jetzt, die PowerPoint-Kosten sind 7. Im nächsten Level sind sie immer noch 7. Das heißt, man kann den Buff um 1 weiterleveln, ohne dass die PowerPoint-Kosten steigen. Das habe ich vorhin erklärt. Man will ja die PowerPoint-Kosten nicht zu hoch haben, aber man will schon seine Buffs auch sinnvoll nutzen können. So als Condition macht man bei dem Super-Buff speziell oder bei Buffs, die hier oben, wo Buffs in der oberen Leiste stehen, macht, kann man machen, wenn Self All of the Time. Das bedeutet, er spricht den Buff aus und wenn er selbst merkt, dass dieser Teil des Buffs drauf ist, spricht er ihn nicht nochmal aus. Wenn jetzt der ausgelaufen ist oder vom Gegner dispelled wird, spricht er ihn erneut aus. Dabei ist es egal, ob dieser Teil des Buffs noch auf einem Kritter drauf ist oder nicht. Solange der da ist, spricht er neu aus. Spricht er nicht neu aus. Wenn dieser Teil weg ist, spricht er neu aus, den Buff. So, jetzt könnte ich hier zum Beispiel auch noch, das ist gerade das obere Skill. Das heißt, das führt er jetzt als erstes aus. Er geht von oben nach unten die Skills durch, überprüft, welchen kann er ausführen, wo sind die Bedingungen erfüllt. Ich mache jetzt aber diesen als unteren Skill setzen, deswegen drückt man auf Lower Priority, wähle den ersten Buff an und mache etwas, das gerne von High-Level-Krittern gemacht wird. Und zwar drüber ein Dispel, ein ganz schwaches Dispel, was ganz wenig PowerPoints kostet. Einfach machen wir mal. Ja, hier kostet es auch noch 4 PowerPunkte, im nächsten Level immer noch 4, das heißt, ich setze da noch ein Level drauf. So. Und das kostet jetzt 8 Powerpunkte. Wenn der Gegner jetzt den Superbuff raufhaut, versucht mein Kritter, ein Enemy, deswegen habe ich das auch faster, Conditions Boosts faster, deswegen habe ich das auch beim anderen mit faster gemacht. Wenn der Gegner jetzt den Superbuff drauf hat, dispelt man den faster Teil vom Superbuff und der Gegner, weil er merkt, dass der faster Teil nicht mehr da ist, der obere Teil, was ich erst erklärt habe, spricht er den kompletten Buff neu aus. Das heißt, er gibt jetzt in dem Beispiel 26 Powerpunkte aus. Ich gebe 8 aus, um ihn zu zwingen, nochmal die 26 auszugeben. Das ist natürlich für ihn extrem schlecht. Sobald er diesen Buff jetzt nicht mehr drauf castet, caste ich meinen eigenen Buff. So, das heißt, ich habe den Buff drauf und der hat keine Powerpunkte mehr, no im Normalfall, um seinen Buff wieder drauf zu hauen. Man muss jetzt versuchen, die Powerpunkte so zu optimieren. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, man debufft zweimal und plötzlich hat man, und der Superbuff kostet jetzt 50 Powerpunkte. Und plötzlich hat man keine Powerpunkte mehr, um den eigenen Buff auszusprechen. Dann hat man natürlich auch schlechte Karten. Das heißt, man muss da immer ein bisschen optimieren. Ich gehe da vielleicht zu mathematisch und wissenschaftlich ran, aber liegt vielleicht daran, dass ich auch sowas studiert habe. So. Jetzt habe ich denen hier sozusagen die Skillpunkte verteilt, die sinnvoll sind, die ich sinnvoll finde. Den Rest verteile ich auf Traits. Traits, alles was Angriff, Hitrate, Evade-Rate und auch HP bzw. PP gibt, ist sehr gut schon mal. Als Ersatz, weil man die nicht machen kann, kann man auch noch Damage Reduction nehmen, was einige wenige haben durch Pazifist oder solches Traits. Der ist. Er hat eigentlich nichts, was die Hit- oder die Evade-Rate senkt. Das heißt, ich werde weiter auf Schaden gehen. So. Jetzt hat er eben 17,5% mehr Schaden und 20% Hit, 20% Evade von dem und nochmal 35% Hitrate von dem. Das heißt, das wird alles nochmal auf den Buff drauf addiert oder drauf gerechnet. So. Und wenn man jetzt keine Super-Kombo hat, dann muss man natürlich mit dem arbeiten, was man hat. Es gibt da jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, man macht so wie der hier. Hat auch den Dispel hier oben. Wenn der Gegner schneller ist, somit versucht er eben vom Gegner die Skillpunkte leer zu kriegen. Er verbraucht nur 8 Skillpunkte, der Gegner verbraucht immer seinen Superbuff-Skillpunkte. Dann, wenn man selbst mal die Gelegenheit hat und der Gegner nicht schneller ist, macht er sich selbst schneller. Wenn er schon schneller ist, dann geht er wieder von oben nach unten durch, macht er sich selbst stärker. Wenn er selbst schneller und stärker ist, geht er wieder von oben durch. Und kommt hier unten an, hat ein Skill, was ein Angriffsskill ist. Hier ist das Beispiel, dass ich da Geschwindigkeit rangehängt habe, weil das eben billiger ist. Kommt da zu einem Angriffsskill, aber das hat die Bedingung, wenn die PP, deine eigenen PP über 70% sind. Das heißt, der spricht es nicht aus, bis die PP, die Powerpunkte wirklich wieder bei irgendwas um die 90, 85, 90 rum sind. So, dann spricht der es aus. Und das habe ich gemacht, damit immer noch genug Powerpunkte übrig sind, um die drei Skills nachzucasten. Sei es, dass man sich selbst wieder neu bufft oder den Gegner wieder die Buffs entfernt. Wo habe ich jetzt was? Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wie man das Ganze macht.
Jetzt muss ich jemanden finden, der das so macht. Hier habe ich zum Beispiel gemacht, wenn der Gegner stärker ist, versuche ich den zu dispellen, weil dieses Vieh kann sich selbst nicht stärker machen, aber es kann sich selbst schneller machen und den Gegner confusen. Und es kann sich selbst die Resistenz höher setzen. Also, was ich vorhin erklärt habe, dass man weniger Schaden kriegt, prozentual. Diesen Buff macht er mit All of the Time und diesen Buff castet er immer dann, wenn der Gegner nicht confused ist. Das heißt, der versucht hier prioritätsmäßig den Gegner zu confusen, aber selbst wenn seine Geschwindigkeit dispelled wird, castet er das nicht neu, außer wenn der Gegner nicht mehr confused ist. So, und das hier macht die Schildkröte eben, wenn der Gegner stärker ist. Das heißt, bei einem Superbuff castet er das zweimal. Das hier macht, dass also Skills, die auf Bewegung basieren, teurer werden. Das funktioniert so, dass hier steht PP Cost Penalty plus 0,48. Das bedeutet, sozusagen 48% teurer wird ein Skill, das auf Bewegung basiert. Es gibt dasselbe auch noch für Denken. Also alle Buffs, Debuffs, Dispels und sowas und Heal, glaube ich auch, ist auf Denken basierend und alle Angriffe und Breath Attack ist auf Bewegung basiert. Der versucht halt zu verhindern, dass der Gegner zu oft Breath Attack machen kann, weil die wird ja einfach mal um 50% teurer. Und wenn die so schon 60 Punkte kostet, dann kostet die plötzlich 90 Punkte und der Gegner kann vielleicht anstatt zweimal einmal die Breath Attack nur noch machen. So, habe ich jetzt noch einen, wo ich das anders noch. Ich hatte da nämlich auch eine Kombination bei denen hier gehabt, dass ich gesagt habe, wenn self no boost, glaube ich, dann wenn self faster, macht er das und oben drüber dann den Angriff, wenn self stronger. Das heißt, dann muss man aber den Angriff auch mit den Powerpunkten so organisieren, dass er nicht den Angriff nicht ausführen kann, weil er zu wenig Powerpunkte hat, aber dann trotzdem sich selbst wieder stärker macht, weil er hier nur fragt, ob er faster ist. Also das ist jetzt ein kompliziertes Beispiel, aber so kompliziert kann man eben die Skills auch anketten aneinander und dann kann man eben auch so das Ganze aufbauen. Ich habe jetzt so viel gequatscht und hatte eigentlich die ganze Zeit volle Kritter, die ich eigentlich herkämpfen wollte. Ja, was gibt's noch zu erklären? Ich könnte ja gleich nochmal zeigen, wie das Ganze funktioniert mit dem Buffen, dem Dispellen und den Angriffen. Das werde ich dann einfach mal bei einem von beiden Drachen durchkämpfen, dass man da sieht, wie der sich bufft, wie der debufft und wie der halt den Angriff dann doch mal einsetzt, wenn der Gegner naja, nicht zu debuffen ist und man selbst alle Buffs drauf hat. Hier kämpfe ich nur schnell alles durch, weil die sind eigentlich nur zum Einschmelzen für den Splicer, damit ich die Lucky Splicer rauskriege, weil ich die alle injizieren will in meine wichtigen, teuren, tollen Kritter. Was dazu noch kurz zu erklären ist, man hat ja gesehen, man kann die Traits auch leveln mit den Skillpunkten. Allerdings kann man auch Splicer reinhauen, wenn der einen Skill schon hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel den hier anschaue, wenn ich jetzt hier einen Splicer für. Gut, der hat jetzt kennt nichts, was ich gerade als Splicer initiieren könnte. Wenn ich jetzt mir ein Vieh nehme, was schon ein Trade hat, hier zum Beispiel, nehmen wir mal Ogrisch. Ogrisch ist das, was man kriegt, wenn man einen Wolf einschmilzt. Sagen wir mal, unser Vieh hat jetzt schon Ogrisch Level 1 durch den Splicer gekriegt. Und man kann das jetzt durch Skills leveln auf 2, 3. Man kann aber auch nochmal den Splicer raufmachen, dann wird das automatisch das Skill auf Level 2. Und selbst wenn man ihn resettet, bleibt das Skill auf Level 2, weil das eigentlich alles durch Splicer kam, diese zwei Skill-Level. So. Und wenn man jetzt auf Level 15 irgendwas schon hat, hier zum Beispiel, wenn ich. Wieso lädt der gerade nicht? Schön, schön, schön. Wenn ich jetzt hier Ogrisch injizieren würde, obwohl er das schon auf Level 15 hat, Level 15 ist hierbei das Max-Level, sieht man daran, dass kein nächstes Level da steht. Wenn ich jetzt Ogrisch hier reinmachen würde, bleibt der auf 15. Ich kriege aber einen Skillpunkt, den ich hier rein investiert habe, zurück. Das heißt, es lohnt sich eigentlich immer, also diese Trades, die wichtig sind, die wirklich gut sind für bestimmte Kritter, zu injizieren, um Skillpunkte wieder zu kriegen. Allerdings deswegen sind diese Splicer auch sehr viel wert, weil die alle haben wollen, um da ihre Skillpunkte zurückzukriegen, um dann. Wieso blinkt denn das andauernd? Das nervt langsam. Um dann mehr Skillpunkte für die Skills oder für Trades zu kriegen, wo man nicht splicen kann. Ach, so Haufen Fremdwörter. So, jetzt wollte ich kurz zeigen. Ich muss dann nochmal Fizzle als besonderes Skill erklären, das ist aber sehr schwer zu erklären. Das erkläre ich einfach, indem ich mit Kurt kämpfe. Jetzt wollte ich hier kurz zeigen, wie der kämpft, als Beispiel.
Oh, ich werde verlieren. Schön. Das ist natürlich so toll, wenn man gleich sieht, dass man verliert. Man kann, wenn man einen normalen Kampf macht, also ohne Quickzeit, dann kann man unten sehen, wenn eine gerade Anzahl ist, verliert man. Wenn eine ungerade Anzahl an Runden ist, dann gewinnt man. Das heißt, dann kann man skippen, aber ich will jetzt eben sehen, wie der kämpft. Jetzt habe ich nicht mal erklärt, wie er kämpft. Also der Gegner versucht jetzt zu dispeln und er hat es nicht komplett geschafft, meinen Geschwindigkeitsbuff zu dispeln. Jetzt versucht er wieder zu dispeln, weil er versucht, den Geschwindigkeitsbuff loszuwerden und der ist jetzt hinter dem Stärkebuff. Und deswegen muss er öfter dispeln. So, und jetzt ist er wieder vorne, aber der Gegner, weil ich eben so viele Runden buffe mir selbst, braucht eine ganze Weile, um das alles zu dispeln. Der Gegner macht sich selbst nicht schneller, er erhöht nur seine Resistenz, weswegen ich trotz Stärkebuff nur relativ wenig Schaden mache, weswegen auch wahrscheinlich ich verlieren werde. Und der Gegner versucht halt einfach meine Geschwindigkeit loszuwerden, damit er mich trifft, weil er selbst keine Geschwindigkeit hat. Sonst hätte er nämlich nur sowas wie 20, 30, 40% Hitrate. Werden wir gleich sehen, wenn er. Ach nee, jetzt wird er wieder dispeln, ja. Ja, jetzt sieht man eben, ich gebe ständig die ganzen PP für einen Buff aus und er gibt ganz wenig PP aus, um meinen Buff loszuwerden. Und irgendwann, wenn dann meine PP alle sind und ich nicht mehr buffen kann, dann macht er sich selbst einen Buff drauf und ja, ich habe dadurch verloren. Hier den speziellen Fight. Das hier war übrigens, sieht man kurz, ein Skill, das hat man unten an Dispel rangehängt. Da kann man nicht All of the Time machen, weil Dispel kann ja immer All of the Time machen und das ist, naja. Das heißt, er würde immer versuchen, den Buff neu zu machen. Da muss man machen, wenn no positive condition oder so ein Kram halt. So, hier macht er jetzt eben, wenn er stärker, wenn er resistenter, wenn er tougher ist, macht er sich stärker. Und dann, oder macht er das all of the time? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie er das geschalten hat. Ich meine, es ist nicht schwer, das nachzuvollziehen im Endeffekt. So, und jetzt wollte ich nochmal dieses Mysterium um Fizzle aufklären. Also Fizzle kostet eine Runde. Ich kann leider den Kampf nicht noch langsamer machen, der Battle Speed ist schon ganz gering. Wir gucken uns das einfach mal an. Wenn ich jetzt hier kämpfe, werde ich wahrscheinlich nicht immer jetzt gewinnen. Das garantiere ich schon mal. Normalerweise suche ich mir genau aus, wen ich hier bekämpfe. Ich versuche immer des Geldes wegen, welche zu bekämpfen, die ja wirklich die hohen Geldwerte haben. Und dabei suche ich mir jemanden aus, zum einen, der mir auch Erfahrungspunkte gibt. Ein Level 82er gibt mir nicht mal mehr, glaube ich, Erfahrungspunkte. Das heißt, den würde ich eigentlich nicht bekämpfen. Ich mache das jetzt aber mal als Beispielkampf, um dem Fizzle zu erklären. Also, ich werde jetzt erstmal selbst. Nee, ich habe so gemacht, dass ich erst das Skill mache, wenn ich über 90% PP habe. Jetzt bufft er sich, mein Fizzle kontert dahinter und macht den Buff alle Uhren wegnehmen. So. Das heißt, seine Schnelligkeit hielt nur 2 Runden. Dann mache ich selbst meinen Buff und ja, weil ich jetzt eben mehr Punkte für meinen Buff ausgebe. Und der jetzt in Ruhe dispellen kann und ich nicht dispelle, verliere ich halt. Aber der ist ja hauptsächlich erstmal da, um hochzuleveln und das Fizzle wollte ich hier an dem testen. So, ja, muss ich jetzt nicht weiter zeigen. Also wenn er wieder genug Skillpunkte hätte und der würde seinen Buff ausführen, dann würde ich jetzt wieder fizzeln. Ich hätte ja eigentlich gehofft, dass er wieder neu seinen Buff castet und ich wieder gegen fizzle, aber fizzle ist leider auch teurer als Dispel, weswegen ich nicht verstehe, warum das nicht bisschen überarbeitet wurde, weil es kontert nur die Uhren und nicht den kompletten Buff und reagiert nur auf obere Skills, also den Skill, der oben steht beim Doppelskill. Und das dritte Problem ist, er ist teurer für die gleichen Dispel-Runden, als wenn man ein richtiges Dispel hat. Also ein richtiges Dispel würde mit 16 plus 1,35 eben nur irgendwas um die 10 oder 11 Skillpunkte kosten. Dieses kostet 15 Skillpunkte, das ist, was ich meine. Deswegen ist Fizzle eigentlich überarbeitungswürdig. Was ich jetzt eben bei ihm noch probieren will, ist, wenn er noch ein paar Level gemacht hat, kriegt er eine Injektion und die wird mal hier rangehängt, weil ich noch nicht genau weiß oder verstehe, was das bedeutet, wenn da steht Reflekt des Buffs. Also, wenn man hier schaut, hier steht bei Fizzle eben Reflekt plus 0,06. Ich glaube, dass sozusagen 6% des Buffs sozusagen dem jeweils anderen aufgetragen werden. Das heißt, wenn er sich bufft, kriege ich davon bei Level 1 6% des Buffs. Wenn ich jetzt das auf Level 15 bringen würde, wären das eben 90% des Buffs übertrage ich auf mich, aber das würde dann auch sehr teuer werden, weil die PP-Punkte doch sehr hoch sind, die PP-Kosten für so ein Ding. Das heißt, es lohnt sich fast nicht mehr, das als ans Fizzle ranzuhängen, aber ich will es wenigstens der Wissenschaft zuliebe testen und ich habe deswegen auch trotz Level 105 noch nicht seinen kostenlosen Reset geopfert. So, das ist die Erklärung. Jetzt ist es doch etwas länger geworden, das ganze Video, als ich dachte. Ja, was kann ich noch erklären? Kurz. Falls es, naja,
falls es wen interessiert, wie die Auktionen funktionieren. Also ich mache immer alle suchen, neueste und dass ich alle durchgehe, weil gar nicht mehr so viele Auktionen aktiv sind. Jetzt so gerade sieht es sogar noch schlimmer aus. In den letzten 10 Stunden nur 2, 4, 6, 7 Auktionen, 7 neue Auktionen. Das ist mal so gut wie gar nichts. Oh, der ist fast Max-Level. Würde sich fast lohnen zu kaufen. Der ist auch auf Fizzle gebaut. Ja. Also so kann man suchen. Wenn man sehen will, was gerade ändert, geht man auf Oldest und sucht. Hat man hier eine Motte, die Level 2 ist, deswegen lohnt die sich nicht zu kaufen. Und man kann jetzt auch eben auf Spezielle suchen. Man drückt hier auf None, dann werden alle abgewählt. Und dann kann man jetzt speziell eben nach Mantis und Hydra zum Beispiel suchen. Sondern wenn hier alle Mantis und Hydra aufgelistet, die gerade in Auktion sind, sind gerade keine. Dann suche ich mal einfach nach Calamari. Es gibt gerade zwei, einmal ein Sample von einer Calamari und einmal einen kompletten Calamari, den wir gerade schon angeschaut haben. Und bei MyAuktion und MyBids sieht man auch nur, wenn man die richtigen angewählt hat, was da drin ist. Syndikat wird ja schon selbst rausgefunden haben, wie das funktioniert. Man muss ab und zu, wenn man hier was verändert hat, auch Refresh drücken, damit man sieht, was die Änderung auch wirklich sieht. Und okay, jetzt ist meine Verbindung irgendwie schlecht gerade. Ja. Gut, also so viel dazu. Was kostet das nächste 350? Ich glaube, das letzte dann 500. So viel dazu. Und ja, jetzt wüsste ich gerade nicht mehr zu erklären. Das sind gerade Experimente, wo ich rausfinde, was clean Walrosser für Skills haben. Denn ich habe gemerkt, dass im Wiki auf jeden Fall da Fehler sind und ich würde das gern korrigieren. Hab mir das jetzt ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Ursprünglich wollte ich mit den Knochen das alles ins Wiki mit reinbringen. Was da dann zukommt, das Problem ist, wenn da die Originale mit Knochen, die ganzen Skills, die man da kriegt, schon falsch sind, dadurch, dass eben ohne Knochen das Vieh schon falsche Skills angegeben hat im Wiki. Da, naja, das geht dann natürlich nicht, deswegen versuche ich eben wirklich jetzt die Skills auch von den normalen Viechern rauszufinden und dann einzutragen. Ja. Hier hatte ich nämlich das Walross und das hatte sehr viele Sachen, die anders waren. Auch hier bei der Schildkröte ist es ein bisschen anders. Und beim Drachen, als es eigentlich so zusammengezählt im Wiki stehen würde. Hier habe ich übrigens, weil ich den Drachen damals verkaufen wollte, die Skills reingemacht, dass man sieht, dass der zweimal Breath Attack hat, dann manche das nicht wissen. Die macht er aber nicht, weil ich da die Conditions auf etwas gemacht habe, was er sowieso nicht erfüllt ist, also ihr Hellsklasse halt trägt. Das ist nicht erfüllt, das müsste man also hier Eis injizieren und hier Elektrik, müsste man Elektrik injizieren, das mache ich nicht, beziehungsweise noch nicht. Deswegen konnte ich die Skills machen, die benutzt er eh nicht. Und ich habe keine Skillpunkte dafür ausgegeben, weil die ja nicht gelevelt sind, die sind einfach nur hochgeschoben. So. Gut, wenn man Skills hat übrigens, muss ich nochmal ganz kurz erklären, das kann man hier gut erklären, gibt es manchmal Unterschiede bei einem nach rechts zeigenden zwischen dem hier zum Beispiel. Die PP-Kosten sind die gleichen, aber das eine macht mehr und das andere weniger auf erstem Level, beziehungsweise auf höherem Level, dann mit jedem Level gibt es mehr dazu oder weniger dazu und hat auch eine maximale höhere Anzahl an Skill Pieces, die da angesetzt werden kann. Das ist sozusagen, man nennt das immer, also Fizzle Einstrich R heißt, das ist die Stufe 1 von Fizzle, also die schwächere Stufe von Fizzle, und R, weil es nach rechts nur einen Anschluss hat. Das ist Fizzle 2R, weil das auch nach rechts einen Anschluss hat, aber schon das stärkere Fizzle Skill ist. Und das ist Fizzle 2B, weil das zusätzlich zum Rechtsskill noch einen Bottom Skill Ansatz hat. So, und dann gibt es eben noch Top-Skills, aber das habe ich schon erklärt. Hier ist Bottom, hier ist Top. Also mit T dran, das ist Dispel 2T. Ja, das ist Forget. Ja. Forget ist eben die Gegenvariante von dem, was ich vorhin erklärt habe. Das macht eben die PowerPoint-Kosten für Buffs und dergleichen teurer. Das heißt, das wäre eigentlich gut gegen Supercritter. Manche setzen das auch ein. Ich jetzt nicht so. Ich will eben mich wirklich hauptsächlich auf die beiden und später mal eben wirklich mehrere von solchen Viechern konzentrieren. Gut. Ja. Die Splicer sollte man sich wirklich, weil die recht teuer und recht schwer zu erlangen sind, aufheben für Critter, die man wirklich für ewig behält. Ich habe auch noch einen Splicer, den man nur einmal im Spiel für Nicht-Tokens kriegt. Das ist Cunning. Den kriegt man sonst nur als Foreign. Oder bei einer Hydra ist es, glaube ich, automatisch mit drin. Und
Den hebe ich mir immer noch auf. Selbst in die beiden traue ich mich noch nicht, den rein zu injizieren. Genauso die Injektionen will ich mir erst vorher genau überlegen, wem ich die gebe, weil auch bestimmte Elemente bestimmte Vor- und Nachteile haben. Und ich hebe mir das alles auf für bestimmte Kritter und versuche wirklich mit dem Restlichen so zu arbeiten, bis ich mir wirklich sicher bin, dass der und der das kriegen sollte. Was man jetzt machen könnte, ist, wenn man mehrere Accounts auf unterschiedlichen IPs hat, könnte man bei jedem diesen Splicer bekommen und versuchen, den Krit rüber zu handeln. Nur wenn ich versuchen wollen würde, jetzt Kurt oder Cisto rüber zu handeln, müsste der andere Account schon mal über 3 oder 4 Millionen zur Verfügung haben, um erstmal den zu kaufen. Und dann müsste er mir den wieder zurückverkaufen. Und das Problem ist, beim Hin- und Rücktransfer gehen 20% durchs Auktionshaus flöten. Und das heißt, ich würde da wirklich schon 1,5 Millionen durch den Hin- und Rücktransfer verlieren. Das ist eben die Frage, ob sich das bei dem Splicer dann lohnt. Bei niedrigen Krittern geht das noch, aber die sind ja schon auf Level 1, 2,5 Millionen teuer. Auktionshaus der Minimumpreis. Gut, das dazu. Jetzt beende ich dann doch mal das Video. Ja. Also. Tschüss, wenn wieder was ist, dann ja, fragt einfach bei Kritterforge. Ansonsten schaut auch meine anderen Videos an. Tschüss.